Hallo YouTube! Da sind wir wieder! So. Weiter geht's! Supermarkt-Simulator. Wir haben einen sehr schönen Haufen. Wir haben schöne Kartons. Und wir haben einen Spitzenladen mit den besten Preisen. Und falls ihr euch erinnert, natürlich auch leckeres Nudelbrot. So. Aber sind wir dann auch voll ausgestattet? Es gab zwischendurch ein neues Update und das sollten wir mitnehmen. Haben wir mitgenommen. Alex, dankeschön, lieber Alex, nochmal dankeschön. Vielen Dank, dankeschön. Ja, das ist natürlich ungünstig jetzt. Wir haben nur noch $120? Wo ist der Rest? Wo ist mein Geld? Wo mein Geld ist, will ich wissen. Wo ist mein Geld? Wo ist es hin? Ich sitze wie Abo Fleck in seinem gemieteten Hotelzimmer. Mit gefälschten Scheinen. Oh Gott. Finanzamt, wahrscheinlich. Ich habe die Regale gekauft. Oh no. Okay, aber ich habe aufgefüllt. Ich war voller Hoffnung, dass wir heute eine neue Lizenz kaufen. Machen wir auch noch. Pass auf, wir machen Folgendes. Die Regale sind einigermaßen aufgefüllt. Das reicht für heute, oder? Das reicht, für unsere Kunden reicht's. Das ist das Motto. Ich öffne den Laden, haben wir die Rechnung schon bezahlt? Wehe, wenn nicht. Ah, gut, Vergangenheitsgronk, ich... Ne? So. So. Hallo, kommen Sie rein. Wir sind ja schön im Laden zwischen den Mülltonnen. Offenbar. So, hier, das wollen wir heute, das will ich heute angehen. Das ist so klein. Das... Was ist denn das für ein... Was ist das hier? Ist das ein Bauchnabel vom Stein, oder? So, ab in den Laden, sonst gibt's Schläge, ja? Ich wollte es nur sagen, sonst zieh ich dir deine scheiß Krawatte über den Bordstein. Und du auch rein da, sonst Schläge? Nee, du nicht, du bist zu exklusiv. Sehr gut. So, ja, sehr gut. Kauft unsere Produkte. Es sind die tollsten Produkte, es sind die besten Produkte. Ja, kaufen Sie. Kaufen Sie, kaufen Sie. Ich bin heute für Sie da. Ich stehe selbst, höchst selbst an der Kasse, ja? Falls Sie heute was erwerben möchten. Vielleicht einen leckeren Apfelsinensaft, ja? Oder eine Grapefruit zum Mitnehmen. Ein schönes Geschenk zum Valentinstag übrigens, ja? Herzlich willkommen in unserem Supermarkt. Die Preise sind angepasst, die Regale sind eingeräumt. Ein guter Tag zum Kaufen. Ich höre unsere Kunden, sie singen bereits. So. Gut, was darf es denn sein? Aha, eine Nudel. Ist das ein fucking Ernst? Eine Packung Nudel und mehr nicht? Raus. Geizkragen. So, dankeschön. Vielen Dank mit Kärtchen. Na klar, 53,40. So soll es doch sein. So, dankeschön. Tschüss. Ist das nicht der Typ von Screenrant? Okay. Hallo, was darf sein? 1940, oha, oh, das ist aber gewollt, glaube ich. So, ciao. Hast du nicht einen Kassierer? Ich habe den besten Kassierer, mich selbst. 70 Cent, na klar. Tschüss. Ich habe den besten Kassierer, den es gibt auf der Welt. Das Nummernpad geht? Ja, ist mir egal, ich mache das trotzdem weiterhin so. Ich hatte nie Interesse am Nummernpad, es war immer euer Traum, nicht meiner. Ich weiß, wir teilen viele Träume, der gehört nicht dazu. So. Weil ich müsste unter das Mikrofon greifen, das wäre echt lästig. So, wie viel darf sein? Nichts. Ciao. So, ja, oha, ja, kaufen Sie. Konsum. Konsum ist gut. Hab das Nummern-Tipp benutzt. Na gut, wir gucken mal, wie gut das läuft mit dem Nummern-Pad. Lalala, lalala, schnappdi-dupdi-dup. So, dankeschön. Na, Oma, was soll's sein? Null, ciao. Ja, das ist genau das, was bei der Rente noch übrig bleibt. Geht das? Yo, oh, das geht, okay. Ah, das mit dem Nummernpad passt doch ganz gut. Meine Tastatur hat gar kein Nummernpad. Ich habe aus Prinzip immer noch eins, da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool. So, Karte, na klar. Geht super. So...
Natürlich, natürlich, natürlich. Das kommt, das muss alles mit. Sie haben völlig recht, gnädigste Frau. 103,40. Oh. Wiedersehen. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Ohne Nummernpad. Am Gaming-PC geht's. Ja, da brauche ich kein Nummernpad. Aber am Arbeits-PC brauche ich ein Nummernpad. Da kann ich nicht ohne. Ach ja. So. Ah. Ein Vordrängler, natürlich. Weiße Weste, aber schwarzer Kragen mal wieder, wa? Natürlich. Natürlich. So, 115,20. Ciao. So, was haben wir denn da? Lalalalalala. Wieder mit Kärtchen, alles klar. 117,5. Ich mache immer noch einen Probeblick, damit ich auch ja nichts vertippt habe. Weil ich mit meinen unglaublich muskulösen Fingern natürlich immer die Tastatur durchdrücke. 10 Cent. Dankeschön. So. Was darf sein? 32? Naja, dass es da noch Rückgeld gibt, sehe ich zwar nicht, aber weil sie es sind... Oh, ha, 2 Dollar vergessen. Entschuldigung. Wieder schauen. Die Kassen sind voll. Ich brauche bald neue Kassen, ne? Okay, weniger rumdaddeln, mehr funktionieren. 3,80. 1, 2, 3. Oh, dann hier. 1, 2, 3. Ciao. So. Junge, Junge, das sind mal mehr Kunden geworden, kann das sein? Das sind wirklich mehr Kunden geworden nach dem Update. Wir hatten noch nie so viele Kunden. Wie viel? 66,8. Sehr gut. Boah, das mit dem Nummernpad fühlt sich echt ganz gut an, ne? 8, 1, 2, 3, 50, 60. Ciao. Heilige Scheiße, sind wirklich mehr Kunden geworden. Oder die wissen einfach, wie gut die Qualität bei uns ist. So, 71, 10. 71, so, 10. Sekunde, ich mach Licht an. Für unsere Kunden. So. Dankeschön, tschüss. Warte, warte. Wie viel darf sein? 1 Dollar zurück, na klar. Ulrike, bitte an Kasse 1. Ulrike, bitte. Zweite Kasse wird gleich eröffnet, ja? Kein Problem. So. Gut. Thunfisch und Joghurt. Naja, sie sind ja ein widerlicher Typ. Ih, ist der ekelhaft. So. Prima, dankeschön. Ciao, Wiedersehen. So, hier Tee mit Salz. Naja, wer es mag. Wir haben ganz komische Kunden. Ganz komische Kunden. So. Wie viel? 2,60. Ja, haben sie keine Karte? Was ist das denn hier? Warum haben wir so viele Barzahler hier? Das sind bestimmt Drogendealer, die ihr Geld reinwaschen wollen. So. Dankeschön, tschüss. Sehr viele mit Karte jetzt. 65,40. So. Schokolade und Tee. Sehr exquisit. 10 Cent zurück. So. Prima. 2,60. Der Tagestrubel ist gleich vorbei, meine Damen und Herren. Gleich beginnt wieder die Abendschicht. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. 60 Cent. Naja. 60 Cent für das Hemd. So. Sie haben kein Hemd, ne? Wie ich sehe. Ich begrüße das. Oh nein! Alex, was machst du? Oh Gott! Oh Gott, Alex, dankeschön! Vielen Dank! Vielen, vielen Dank, lieber Alex! Ich habe kein Rückgeld dafür! Junge, ist das laut! War das schon immer so laut? Das ist ganz schön laut! Dankeschön, lieber Alex! Vielen, vielen Dank! Ganz, ganz lieben Dank! Ich habe leider kein Rückgeld dafür. So. Vielen Dank, lieber Alex. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für die Gifted Subs. Hallo, YouTube. Nun. Puh, das war jetzt aber gerade. Oh. Alles ist etwas laut. Ja, seit dem Neuaufsetzen, ne? Ich habe die Lautstärke ein bisschen hochgedreht, weil wir so oft nachjustieren mussten. Und jetzt muss ich oft nachjustieren, offenbar. Heiliger. Ja, da gönnen Sie sich mal. Lieblingskunden einfach. 40,40. Doch nicht Lieblingskunden. 1, 2, 3, 4. Ciao. Puh, 2,5 haben wir jetzt. Handseife ist zu teuer. Raus mit ihnen. So, 7,70. So. Hervorragend. Kommt der Subsound auf die Platte? Nee, das ist die Sonic-Musik. Die kommt nicht auf die Platte. Da habe ich keine Rechte dran. Ich spiele die auf Goodwill, so wie Gaming-Musik. So. Ja, wird's mal was hier?
Leute, es ist 21 Uhr, ich habe Feierabend. Ich habe Feierabend. Bitte kommen Sie zu der Kasse. Unsere Kunden werden gebeten, sich an die Kassen zu begeben. Wir schließen in 3 Minuten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Einen wunderschönen Abend. War der falsche Hall, ne? Ich glaube, das war der falsche Hall. Ich hab gesagt, an die Kasse, du Arschloch! Beweg deinen ranzigen Arsch! Mann, geh mir die Kunden wieder auf den Sack! Heilige Scheiße, diese Scheiße mit den Kunden! Durchsagen, die wir nicht zu hören kriegen, aber die definitiv passieren würden, wenn Leute dürften, wie sie wollten. So, 40 Cent. So. Und das fressen sie alles alleine? Meine Güte. So, 47. Der realistische Supermarkt-Simulator. So. Von dem 4-Shampoo kommen auch keine neuen Haare, mein Freund. So, 97, 80. Stimmt so, ciao. So, keine mehr da, keine Kunden mehr da. Hervorragend. Das ist Schatten. Und jetzt habe ich ja mal bestellt, ne? Wir bräuchten 2, ich würde sogar sagen 3 Kaffee. Aber das mache ich morgen früh, oder? Heute brauchen wir nicht mehr. Wir beenden den Tag, oder? Oh, wie schön es leuchtet hier. Sieht aus wie ein Serverraum. Schön. So, einfach jeden Kunden judgen, auf jeden Fall sogar. So, für heute. Mitarbeiter einstellen? Erstmal noch nicht, wir brauchen noch ein Lager. Vorher stellen noch niemand ein. Nudeln, schwarzer Kaffee. Wo waren die Nudeln? Hier, Nudeln und der Kaffee. Gott, die werden immer günstiger. Ich verdiene noch gar nichts mehr daran. Okay, der Kaffee. Der Kaffee. Ja, nach oben geht der Preis, so will ich das sehen. Das ist ein guter Preis, geht immer nach oben. Ja, ihr kennt das ja. So, Schoki-Pick. So. Das hieß früher Schoki-Pick mit G. Oh, nein, nicht fallen lassen. Warte. Abbrechen. Werfen war so, ne? Ja. Okay. Gut. Wieso sah die Wand hinter der Kasse so aus, als ob dort mal ein Bordell war? Es gibt Fragen, die möchte ich nicht beantworten. Die gehen auch mehr ins Persönliche rein. Was war denn das? Wie konnte ich da nochmal reingucken? Ah ja, schließen, ne? Honig! Da ist Honig drin. So konnte ich reingucken. So. Für die Umwelt. Holt keinen in den Karton. Das ist unser Recyclingberg. Das Ding ist, ihr wisst das vielleicht, ja, aber Papierrecycling, das ist schon eine große Umweltbelastung, allein durch die CO2-Emissionen. Und deswegen sammle ich einfach die Papierkartons auf der Straße, damit die Umwelt nicht belastet wird durch diese Emissionen, die dabei ausgelöst werden, ja? Wir sind also ein sehr nachhaltiger Laden, sehr bürgernah, alles. Ja. So, Milch. Die Milch war jetzt da hinten. Der Ayran. Das wird später angezündet und dann ist gut. Wir machen ein schönes Osterfeuer für die Nachbarschaft. So, Wasser. Tu mal bitte die Water. So. Eigentlich müssten wir den Haufen noch in irgendeine Ecke werfen, ne? Aber der Weg ist mir zu weit. Wir schauen mal. So. Ich müsste jetzt erstmal Regale auffüllen, bevor wir das Lager kaufen. Wir haben wieder Rechnungen zu bezahlen. Wir haben 2700. Abschnitte, Lager. Kostet 800 Dollar. Ich kauf's später. Ich kauf's später. Wir brauchen erstmal, also wir brauchen Nuss. Ein Nuss, ein Honig wird reichen. Ein Nuss, ein Honig. Kann ich hier eigentlich Erdnussbutter? So. Ein Nuss. Honig, ein Honig. So. Dann wollte ich hier zwei. Ich sollte 3 Kaffee kaufen. 3 Kaffee. Ich brauche 3 Kaffee wollte ich kaufen, ne? Dann haben wir schon 5.
Ein Crispy und ein Schoki reichen. Ein Crispy, ein Schoki. Ein Crispy und ein Schoki. So. Prima. Dann hier der Papakuchen, wie heißt der nochmal? Bon Papa. Bon Papa können wir kaufen und einmal Schokolade. Einmal Bon Papa, einmal Schokolade. Dann hier Schoko, Schokoladenriegel. So geht's ein bisschen schneller, ne? Was mit Tee? Ja, Tee können wir auch einmal kaufen. Eigentlich sogar zweimal, aber ich kaufe einmal. Schwarzer Tee. Das ist nicht schwarzer Tee, das ist schwarzer Tee. Das ist der Markenname. Ist in Wahrheit, ist das roter Tee, ist das Rombusch-Tee. Aber der Markenname ist schwarzer Tee. So. Draußen standen noch geschlossene Kisten. Ach ja, wir hatten hier ein Lager, ne, für... Das war... Ah, Schokipick. Ja, gut. Ist egal. Und hier hatten wir noch... Klopapier. Toilet Paper. Wir haben ein großes Investment begangen. Das war noch vor dem Update. Hatten wir eine tolle Idee. Wir haben Investment begangen. Klopapier ist das Krypto des kleinen Mannes, ja? Da haben wir schon mal Invest gemacht. So, wie man sieht, hat sich auch gelohnt. Klopapier war eine super Wertanlage. Ist auch gestiegen im Preis. So, ich kaufe erstmal. So. Schokolade. Diese Geheimagent-Musik hier gerade. So. Einmal hier werfen. Dann Schokipick. Einfach auf Pandemie hoffen. Das ist generell meine Investmentstrategie. Ich hoffe auf eine neue Pandemie. So, das ist eine gute Idee. So, fallen lassen. Das ist unser jetziges Lager hier gerade immer noch. Ja, einmal Schokipick. So. Oh, stimmt. Ich hätte die Klopapierrolle behalten sollen. Ne? Die brauchen wir eigentlich noch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher das war. Naja, bei der nächsten dann. Wir haben ja noch ein paar. Bei der nächsten. Hab vergessen. So. Kinder, essen. Heute gibt es Honig aus dem Glas. Ich hab gekocht. So. Heute gibt es Honig. Heute gibt es Honig. So. Das klingt leicht bedrohlich, doch heute gibt es Honig. So. Und wenn du mal nicht kochen kannst... Easy. So. Warum wirft Erik den Müll auf die Straße? Asche zu Asche. Ja, Erde zu Erde, Staub zu Staub oder wie auch immer. Und wir kriegen das von der Straße, wir geben es der Straße. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Eines Tages kehren wir alle auf die Straße zurück. So. So, auf die Straße. So, dann hier nochmal ein bisschen Streichzart. So. Plops. Hier noch Schönes. Ein bisschen Käffchen. Der gute Gavé. So. Hätten zwei gereicht wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ist doch egal, haben wir noch ein bisschen was übrig. So. Dann hier nochmal, eingeräumt. Und hier. Drufter. Achso, das war's schon. Wollen wir gucken, ob das Auto wieder feststeckt. Wir brauchen einmal Mango und einmal Handseife. Einmal Mango und einmal Handseife. Scheiße, wie heißt denn die Mango da wirklich? Ich hab vergessen, wie die heißt. Was war das nochmal? Nicht Bleichmittel, hier Shampoo war das. Und Seife. Auch einmal. So. Ach, auf der Seite habe ich auch noch nicht, ne? Aber ist egal. Susu, wir könnten Susu. Eine Susu. Wir machen eine kleine Susu, hm? Wir alle lieben unsere kleine Susu. So. Salz geht noch ein bisschen. Eine Nudel. Das war keine Nudel. So. Nut. Send Nudes. Send Noodles. Eine reicht, ne? Oh Gott, Clean Dish brauchen wir drei. Holy shit. Haben die sauberes Geschirr in der Nachbarschaft? Dank uns. Wir brauchen nur zwei davon, glaube ich, ne?
glaube, wir brauchen nur zwei. Das war eine Finte. Dann einmal gelb, einmal grün. Einmal rot, einmal blau. Gelb, grün, rot, blau. Wir brauchen einmal gelb, einmal grün, einmal rot, einmal blau. Flop. Kaufe. Gronkh is now offline. Was? Twitch was? Doubt. Das ist aber, okay, weird. Okay, ich glaube, Twitch lügt. Vielleicht muss Simpli mal eine Doku drüber machen. Twitch lügt. So. Dann hier nochmal. Dann haben wir noch ein bisschen rot. Wo ist denn hier rot? Da. So. Ja, okay, dann rot reicht erstmal, ne? Ah, ist doch offline. Ah, okay, gut zu wissen. Schade, dass ich nicht lesen kann, wenn ich offline bin. Ich würde gerne was dran ändern, aber ich kriege die Info einfach nicht. So. Wenn hier jemand offline ist, dann bin ich das. So, schön hier die Sportler-Urinflaschen. Wupp. Wir verkaufen Sportler-Urin, damit zum Beispiel Leute, die viel Fahrrad fahren bei Wettbewerben und so, da können die bei uns einfach eine Flasche Sportler-Urin kaufen und das einreichen beim Dopingtest. Das ist ein Service, den wir hier einfach bieten. So. Wupp. Und nochmal. Haben wir auch wieder zu viel jetzt gekauft, ne? Ah, ist immer zu viel des Guten. So, wupp. Und dann Susu. Susu. Oh, Junge, wir brauchen vielleicht doch noch mehr Susu. Man kann nie genug Susu haben. Habt ihr Susu zu Hause eigentlich? Hm. Gott, wie fahren Sie denn? Naja, so ist das hier im Mittelstand. Man wird immer von den Bonzen überfahren. Eat the rich! So. Ich werde noch die Preise nach oben korrigieren. Ja, flop. Susu ist krebserregend. Nö, generell erregend. Nicht nur Krebs, alles. Bin immer erregt. So. Fertig. Einen hätten wir noch machen können. Eine Handseife hätten wir noch machen können. Aha. Orange, Apfel und beide Cola. Orange, Apfel, beide Cola. Orange, Apfel, Cola, Cola. Geht noch. Zwei Thunfisch. Ich glaube zwei Thunfisch, ne? Zwei Thunfisch, ein Käse, drei Mozzarella. Zwei Thunfisch. Ein Käse und drei Mozzarella waren das, ne? So. Let's go. Ja, das Geld, unser Geldbetrag schrumpft gerade. Das Schlimme ist halt, und das ärgert mich halt, ich weiß, wie es euch geht. Wisst ihr, was mich ärgert? Wirtschaftskreisläufe. Oh, ärgert mich immer. Ich muss erst Waren kaufen, bevor ich sie verkaufen kann. Ist das nicht super lästig? Kann ich nicht Sachen verkaufen, die ich noch nicht gekauft habe? Oder ich. Oder? Das wäre doch viel praktischer. So. Dropshipping. Ja, oder Kommission. Irgendwie sowas. Aber Kommission ist auch so doof. Ich will sie halt später auch nicht bezahlen. Das ist ja mein Problem. Ich will die Waren gar nicht bezahlen. Ich will sie nur verkaufen. Das Verkaufen macht mir Spaß, das Einkaufen finde ich lästig. Weil da muss ich ja selber auch bezahlen und dann verdiene ich ja weniger Geld. Und das ist ja nicht der Sinn meines Ladens. Oder? Ja, die Logik erschließt sich euch schon, ne? Die ich hier gerade in den Raum stelle. So. Dann macht noch ein Franchise auf. Hm. Ja, oder den Finanzsektor. Mach eine Versicherung auf. Das wäre, ja, ich mag den Gedanken. Sehr gut. Ich verkaufe Eventualitäten. Leute bezahlen monatlich, weil eventuell irgendwann irgendwie was passieren könnte. Und wenn was passiert, sage ich, nein, nein. Und stattdessen, statt das Geld auszuzahlen,
bezahle ich einfach drei Prüfer, die irgendwas finden, damit ich es nicht bezahlen muss. Oder? Hey! Hallo, Leute! Kommt in meine Versicherung! Oh, da ist noch Apfelsaft drin. Ja. Hier. Ich will immer zum Haufen rennen. So. Ja, Versicherungssimulator wäre nice, aber ich möchte einen Versicherungssimulator, wo ich dafür sorgen kann, dass Leute motiviert werden, die Versicherung abzuschließen. You know? Versicherung with a twist. Mit einem kleinen Twist dabei. Das wäre schön. Ja, das wäre cool. Goldstück, dankeschön. Liebes Goldstück, du bist wahrlich ein solches. Dankeschön. Wir brauchen nochmal Mozzarella. Warum schmeißt die Kartons nicht in die Tonne? Das ist die Nachbarstonne. Ich will die nicht behelligen mit meinen Problemen. Deswegen, das gehört auch den Nachbarn. Ich hab selber keine Tonne hier. Deswegen werfe ich alles da drüben hin. Da stört's keinen. Kombast! Oha, lieber Kombast! Willkommen zurück, dankeschön! Vielen Dank, lieber Kombast! So, warte. Mozzarella würde ich noch einnehmen. Ein Mozzarella, ein Parmigiano und jeweils ein Ei. Eine Mozzarella! Ah ja, Eine Parmigiano! Und jeweils ein Ei. Eieieiei! So, Ei, Ei. So. Und hier eine Milch und ein Joghurt. Eine Milch, ein Joghurt, drei Eiran. Eine Milch bitte. Eine Milch bitte. Ich habe Milch geschrieben. Ich habe selber Milch eingegeben. Ich bin so dumm. Ich bin so endlos dumm. So. Und jetzt wollte ich Eiran suchen, aber es war auch Milch, ne? Ja. Wir reden mit denen nicht drüber. Wir reden aber nicht drüber. Oh Gott. Ja, jedenfalls fehlt noch irgendwas. Vielleicht noch ein Toast, aber Toast haben wir genug. Ha. Hammer, bam, 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 ladam. Ein Sälzchen könnte man noch kaufen, ne? Oder Spaghetti. Ein Reis. Ein Reis sehe ich ganz klar. Reis sehe ich ganz klar. Bismarck. Bismarck, Digga. Bismarck. So. Da ist er schon. Bismarck. Auf jeder Party. So. So. Seife. Was ist Seife? Gleitmittel. Schäumt ein bisschen, aber riecht gut. So. Raus mit dem Karton. So. Die neue Milch. Sag mal. Kann das sein? Die haben die Flaschen hier verkleinert. Da passt jetzt irgendwie, glaube ich, mehr, oder? Oder wirkt das nur so? Hat das Gefühl, die sind irgendwie größer gewesen hier. Ha. Ha. Wirkt nur so, okay. Schrumpflation, ja, aber die Preise bleiben gleich. Die Packungen werden kleiner, aber die Preise bleiben gleich. Das ist der Service, den wir bieten. Weil, und das müsst ihr mal bedenken, das machen wir nur für die Kunden, dann passt einfach mehr in den Kühlschrank. Ja? Nichts zu danken. Ihr Discounter. Ja. So. Viele Leute sehen diese Serviceleistung, die wir im Hintergrund anbieten, sehen die gar nicht. So. So, hier nochmal. Junge, Junge, Mozzarella ging aber gut weg. Ich freue mich auf unsere Lagermitarbeiter. So. Uns fehlt viel mehr Joghurt, als ich dachte. Was machst du, wenn die Straße voll ist? Ja, es hat Zeit. Ich lasse drauf ankommen. So, die Bio-Eiers. Die Bio-Eiers, hier rein. Ich glaube, wir müssen nochmal bestellen, oder?
Ich glaube, wir müssen nochmal bestellen. Ich habe es unterschätzt. So. Ich habe es unterschätzt. Hui! So. Oh, Alex, Entschuldigung. Lieber Alex, Entschuldigung. Ich bin gerade so konzentriert. Ich bin gerade richtig hier. Wenn ich arbeite, dann mal hochkonzentriert. Vielen Dank, lieber Alex. Dankeschön nochmal. Nochmal Dankeschön. Mal wieder. Vielen Dank. Warum hast du für jedes Produkt einen eigenen Kühlschrank? Weil unsere Kunden sehr zufriedene Kunden sein sollen. Und es ist immer nur eine Kühlschrankhälfte. Ne? Hier eine Kühlschrankhälfte, noch eine Kühlschrankhälfte. Noch 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 eine Kühlschrankhälfte, noch eine Kühlschrankhälfte. Ein Regal. So. Okay, wir brauchen Joghurt. Wir brauchen Joghurt, um uns damit einzureiben. Ich bestelle mal zwei. Zwei Joghurts. Jeweils noch ein Ei. Parmesan. Parmesan, noch ein Ei. Noch ein Ei. Hier noch ein und da noch ein. Und dann noch Parmesan, nehme ich doch nochmal ein. Haben wir schon wieder fünf zusammen. Ha. Pablo. Pablo und Süßkram. Pablo. Pablo und Süßkram. Haben wir sieben. Was kann ich noch holen? Ja, der Honig kriege ich nicht mehr voll. Der Honig. Hier ist voll. Ein Susu. Ein Susu. Tee. Ja, Tee, ja, Tee. Weil ihr seid, weil ihr euch ihn wünscht. Und eine Hornsalve. Eine Hornsalve. Eine schöne Hornsalve. Und eine Packung Giotto für alle, die ja kommentieren. Alle, die ja kommentieren, kriegen eine Packung Giotto. So. Prima. Ja, Tee ist natürlich wieder überfüllt. Wir haben so großartige Teeprodukte. Tolles Lager wieder. Bin überzeugt. So, Hornsäufe. Perfekt passt das dahin. Geil. War das nicht zu viel Susu? Man kann nie zu viel Susu haben. Das ist der internationale Susu-Soundtrack, den wir gerade hören. So. Nee, ist ein Witz, das ist gerade der Soundtrack von der Gronkhorn. Hallo, Kinder! Hi, hi, Captain! Okay, warte. Boah, Joghurt ist aber echt ganz schön, puh. Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch mehr Joghurt. Alex, dankeschön nochmal! Du Übertreiber, dankeschön! Du Übertreiber. Ach, wir haben nochmal Joghurt. Da war ich immer wieder schlauer, als ich dachte. So. Joghurt. Der gute Joghurt. So, raus da. Und dann... Yippie! So, Süßigkeiten. Hier. Rein da. Die alten Kariesbomber. Okay, es ist voll. Das sieht sehr gut aus. So. Dippipi, dippipi. Das ist das Lied von einer Schulabschlussfeier. So. Als du das erste Mal einen anderen Menschen im Arm halten durftest, war aber dein Mathematiklehrer. So. Schnapp die, die dumm. So. Ah. Unser Haufen wird immer schöner, finde ich. So, das war euer Parmesan. Parmesan, Parmesan. So. Hervorragend. Und einmal noch die Bio-Eier. Und wir haben nur noch $900 übrig übrigens, ne? Auf einmal sieht das Konto ein bisschen dünner aus. Dünn und dünner. Das ist Filme mit deutscher Wirtschaft. Alex, dankeschön nochmal. Was machst du denn da?
Vielen Dank nochmal, lieber Alex. Gut jetzt. Hör auf jetzt. Dankeschön. So. Warte. 950. Preis haben wir schon gecheckt. Rechnung mal bezahlt. Oh ja. Baby, $800. Mm. Was? Und dann brauchen wir noch... Da brauchen wir das Lager auch noch. Da brauchen wir noch... Die Regale brauchen wir auch noch, ne? Die Tür ist noch gar nicht mit dabei. Was ist das für eine Scheiße? Alex, vielen Dank. Nochmal. Dankeschön. Sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Wann wieder LPT bei meinem Video? Wir produzieren gerade neue Folgen. So. Okay, wir müssen erstmal... Scheiße. Lager. Okay. 11 haben wir schon, ne? Wir haben 27 sogar. Wir können alle Stufen kaufen. Okay. Los geht's. Los geht's. Bam, badam, 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 bam. Ja, ich sitze noch wieder an der Kasse. Wir haben nur $150 auf Tash. Aber wir haben jetzt ein Lager gekauft, das wir nicht benutzen können. Also wir können es benutzen. Wir warten, bis wir die Tür erreichen hier. Ach du Scheiße. Wenn das immer weiter nach hinten geht, werden wir das hier erst mit dem dritten Update erreichen. Mit dem dritten Update. Hallo! Ich bin's wieder, der lustige Supermarkt mit dem spaßigen Clown an der Kasse. Unsere Preise sind ein Witz, aber wir sind immer gut drauf. Wir schaffen immer einen Spagat zwischen Angebot und Nachfrage. Herzlich willkommen, lieber Kunde. Ich bin's, Ihr Kassierer. Oh, hahaha. $73,80. Wiedersehen. Ja, hier ist immer was los. Beim großen Rondelli-Einkaufsparadies. Bitte kommen Sie doch auch und bringen Sie Ihre Kinder mit, damit wir die nervigen Blagen auch noch bespaßen können. Denn das ist unsere scheiß Arbeit, zu der wir jeden Tag hin müssen, egal wie schlecht es uns geht. Und immer lachen. So, was kaufen unsere wertgeschissenen Kunden denn heute? So, jetzt, hallo? Hallo? Kommen Sie doch zur Kasse! Damit ich sie wieder ausgezeichnet unterhalten kann. So. Wenn Hupen im Straßenverkehr... Ah, das hatte ich schon. Was ist der Unterschied zwischen einem Einbrecher und einem Arzt? Der Einbrecher weiß, was einem fehlt. Herzlich willkommen in unserem Spaßmarkt. Vielen Dank für Ihre Karte und Ihren Gegenbrauch. 69, Lul! Es kokst jetzt noch ein bisschen im Nasenflügel, in der Nasenscheidewand. So, was darf es denn heute sein? 106 Euro. Das ist mehr, als ich im Monat verdiene. So, weiter geht's. 70, 80. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind mehr Kunden geworden. Es sind aber mehr Kunden geworden. Es sind mehr Kunden geworden. Ich komme ins Schwitzen. 31. So, 30. Es sind wirklich mehr Kunden geworden. Leck mich am Arsch. Durch das Update sind es mehr Kunden geworden. Es war so ein entspannter Job hier in der Kasse.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich ist gleich wieder jemand, die Kasse ist voll. Nein, nicht mit Schein bezahlen. 20 Cent, dann, ciao. Bitte zahlen Sie ab sofort nur noch mit Karte. Leider ist das Scheinlesegerät kaputt. So. Tschüss. Ja, hervorragend, vielen Dank. 49, 90. Hoi. Sie kaufen immer die Haare vom Kopf. Du hast dich begrüße. 110 Kamera hier. So. Für Sie nur das. 20, 30. Na klar. So. Und da 1,50. 1,50. So. Drei Käse. Haben wir was vor? So. Hervorragend. Prima. Boah, wenn ich heute Abend drei Käse hätte, ich würde die einschmelzen auf meinen Körper gießen. Ja, es wäre Kunst. Ich würde warten, bis die ausgehärtet sind. Und dann wäre das mein Zwillingsbruder, der Käsekörper. Das würde ich machen. Hey Käsekörper, was machen wir heute Abend? Das wäre sehr schön. Mein Freund, der Käsekörper. So. Prima. Wie viel darf sein? 95, 20? Na klar, das ist ja ein Job. So. Und hier 3,20. Oh, hier nochmal. So. So. Hervorragend. La la. La la. Hm, stell dir vor, du hast ein Date. Ja? Stell dir vor, du hast ein Date. Und es stellt sich raus, es ist der Käsezwilling von jemandem. Der Käsekörperzwilling. Wäre das nicht ein geiles Date? Ich glaube, ich würde den Arm vom Date nehmen und egal, was ich zu essen bestelle, würde ich drauflegen und einfach herzhaft reinbeißen. Ah, aber das ist toll. Hm. So. Ist nur schwierig, wenn du mit dem Käsekörper-Date an den Strand gehst und es ist warm und der schmilzt einfach weg. Und dann stehst du da wie so ein Mörder. Ich habe diesbezüglich noch keine Erfahrung gesammelt. Ich stelle es mir nur so vor. So. So. Die Sprüche der Kunden fehlen noch. Oh ja. Wie lange muss ich denn warten? So. Ciao. Liebe Kunden, ich mache gleich ein bisschen Licht an, ja? Ein Kunden... Ja, ich bin doch gerade eine Sekunde weg gewesen. Jetzt beruhigen Sie sich mal ein bisschen, Ma'am. Nicht so eskalieren hier. Ich bin ja auch die ruhende Person. So, meine Fresse, diese Kunden, ne? Ich sag's dir. Ich hab sogar noch gesagt, ich mach Licht an. So, 1,30. Dankeschön, tschüss. Oh Gott. Und alle zahlen mit Bargeld. Wir leben im digitalen Zeitalter, Mann, Leute. Reißt euch zusammen. Dankeschön. Hier, wenigstens ein Vorreiter. Wiedersehen. So. 3,80. Zweite Kasse kann ich mir nicht leisten. Das sind alles so Luxussachen, da bin ich auch weit von entfernt, weil wir immer so günstige Preise haben. Deswegen dauert es ein bisschen, bis wir ausbauen. So, wir sind so unfassbar preisgünstig, dass wir an uns selber sparen. Dankeschön, tschüss. Ja. Ich würde gerne eine zweite Kasse aufmachen, aber wir müssen die Produkte verteuern. Und das wollen wir nicht für unsere Kunden. Unsere Kunden können sich auf unsere Preise verlassen. Wir sind der DM hier im Block. So. So, hier nochmal. Prima. Dann hier nochmal 11,90. 11. Und dann... Tschüss. So. Manchmal mache ich das aber auch gerne. Ich weiß nicht warum. Ich brauche Abwechslung in meinem Job. Sonst frisst mich die Langeweile auf. Ja. Ja. So, 4,80, 1, 3, 4, ja. So. So, prima, Öl mit Cola, eine tolle Mischung. Ein schöner Spaß im Sommer. Twitch-Integration habe ich auch schon gesagt, fehlt auf jeden Fall, das wäre super geil. Wenn ihr einfach Leute aus dem Chat reinkommen würden, ich würde den Laden dicht machen und weglaufen. Und dann, ja, wenn Leute aus dem Chat reinkommen und alles, was die kaufen, ja, der Preis wird automatisch als Donation hier eingeschickt.
ganz ehrlich, ich schwöre, jeder Streamer spielt das Spiel. Jeder fängt sofort an zu spielen. Mit echt. Ja klar, mit echt Geld. Mit was denn sonst? Hä, natürlich. Hä? Zack, Arm. Ja. So. So, 169. Das hättest du gerne? Hätte jeder Streamer gerne, na klar. Alle Leute auf Twitch würden das spielen. And it's gone. Na klar. Die Musik ist stark heute. So Leute, kommt mal bitte zum Schuss hier gerade, ja? Zum Schluss, komm bitte. Ich häng zu viel im Internet ab. Das muss dieses Video von vorhin sein. 4090. So. Bam badam badam bam badam bam bam badam badam bam bam bam. So viel Klopapier, gnädigste? Party auf dem Scheißhaus geplant? Oh, hier. Ah, der Abführmittel-Express. Ich sehe schon. Einmal die Dameninnenwände umkrempeln. Naja, viel Erfolg, ne? Ciao! So. Okay, das war's für heute. Die Regale waren leer. Hey, was ist denn mit... Wow. So. Tagesstatistik. Zufriedene Kunden 38. Fanden die Produkte zu teuer. Meine Fresse. Wir müssen auch mal... Crispy Müsli und Salz. Crispy Müsli und Salz. Oh. Crispy Müsli. Und Salz. 2,11. Ah, scheiße. Mein 2,40. Bam, 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 badam, bam, badam, bam. So. Nuss. 2 Honig. 1 Nuss, 2 Honig. 1 Nuss, 2 Honig. 1 Nuss, 2 Honig. 1 Nuss, 2 Honig. So, bop. So. Achso, ich wollte noch einen Kaffee mit dazufügen, ne? Ich habe 2 Kaffee. 2 Kaffee und ein Crispy. 2 Kaffee und ein Crispy. Oh, Kaffee. 2 Kaffee und ein Crispy. Crispy. So. Dann Schokipäck haben wir draußen. Dann einmal ein Bon Papa. Bon Papa und Pepitis. Bon Papa und Pepitis. Kuchen? Ja, okay. Bon Papa und Pepitis. Nehme ich mal 2. So. Einmal Pablo und einmal Schokolade. Okay, ich kann nur Pablo. Dann mal Pablo. So, let's go. Dippi, dippi. Ach, die müssen wir auch noch leer machen hier, ne? Ich vergesse die immer wieder gerne. So, Pepitis. So. Außerhalb des Kampfgebietes esse ich gern meinen Pepitis. So. Ich reiß es auf, der Gegner sieht es. Und schon weiß man, was Fried ist. Frieden. Ja, ja. Wir müssen noch dran arbeiten. Als Werbeagentur muss ich noch ein bisschen. Wir üben noch. So. Gut. Das Lager wird noch ein bisschen dauern, Leute. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden. Ihr müsst euch ein bisschen zurückhalten, ein bisschen anschnallen. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Es hilft nichts. Es hilft nichts. So. So. Okay. Die Kartons hier werden nicht abgeholt, weil da sehr umweltschädliche Stoffe drin sind. Deswegen lagere ich die draußen. In der größten Mülltonne der Welt. Gifhorn. Was? So. Dann hier Bon Papa. Einmal hier rein. Hier rein. Was? Wie bitte? Ich habe gerade einfach nur irgendeinen Namen gesagt, der mir einfiel. Ich wollte die Duisburger nicht beleidigen.
Ihr versteht das doch. Wenn man in Duisburg wohnt, hat man es schwer genug. Ja, deswegen habe ich aber Gifhorn gesagt, weil das stört. Gifhorn, das stört das nicht, weil das ist aber wunderschön. So, nochmal Honig. Honig. Ich glaube, ich habe noch einen Honig übrig, ne? Was ist denn hier eigentlich drin? Süßi. Sad Noises from Duisburg. Es tut mir doch auch leid. Es tut mir doch auch leid. Ich glaube, Kaffee hatten wir auch noch, ne? Wieso noch Salz in die Wunde? Weil Salz gerade 12,99 € kostet. Das lohnt sich. So. So, wupp. Was war das hier? Tee, glaube ich. Hier bin ich ganz sicher. So. Duisburg ist echt nicht so schlimm, wie es mal dargestellt wird. Ja, du hast recht. Natürlich nicht. Nein, das... Nein. Nein, nein. Das ist fast ein Kurort. Dein Portemonnaie macht Kur. Alex, dankeschön nochmal. Was machst du denn da? Alex, was wird das denn? Jetzt habe ich ganz viel Kaffee hier übrigens übrig. Oh, ups. Habe ich noch? So. Das Einzige, was wir tun können, um Duisburg wieder ein gutes Licht zu rücken, ist über Offenbach zu reden. Schoki. Ich würde noch einmal Schoki kaufen. Schoki, Mucki. Oh, ich habe Schoki geschrieben. So. Wohn in Duisburg, du Arsch. Tut mir leid, ich wollte dich nicht da treffen, wo es weh tut. Es tut mir leid. Ich hätte die Fakten nicht nennen sollen, du hast recht. So. The word is ga-ga-ga. The word is ga-ga-ga. The word is ga-ga-ga. So. Okay, wir brauchen noch einmal, was war das nochmal? Shampoo? Zweimal Shampoo. Zweimal Ja-Ja. Zweimal Shampoo, zweimal Ja-Ja. Oh, Ja-Ja. 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 So, einmal Meister Propper? Nee, das war einmal Asmon, ne? Tourprop. Tourprop und... Ich glaube zweimal Salz. Ne, wie ist das? So. Einmal und zweimal Salz. So, Kryptowährung wieder einsortieren. Sehr gut. Okay, Wir gucken mal, wie es so weitergeht. Huch! Major D Music, dankeschön! Vielen Dank, Major D! Dankeschön, lieber Major D, vielen Dank! Und Alex, auch dir nochmal dankeschön! Nochmal dankeschön! Vielen Dank, lieber Alex! Dankeschön! Was machen Sie da? Moment, was ich da mache, Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sie sind ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen.